Leider ist meine Handyaufnahme sehr, sehr oft abgeschmiert, deswegen muss ich das jetzt leider so machen. Ich habe jetzt nur einen kleinen Screenshot eingeblendet, wo ihr halt dann die ganze App drauf sehen könnt und werde dann halt noch die Tonspur drüber laufen lassen. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal sage, oh, jetzt sind wir gerade in Bayern oder sind wir gerade in Köln. Das ist, weil ich da in der App rumgespielt habe, aber leider kann ich das leider nicht mehr zeigen, weil die Aufnahme zweimal abgeschmiert ist und ich keinen Bock mehr habe, das nochmal neu zu machen. Deswegen seht ihr jetzt den Screenshot einfach hier und ich glaube, das reicht schon halbwegs, um das zu erklären. Deswegen viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video, meine lieben Freunde. Es gibt eine weitere App, die sich ganz, ganz oben in der Top-Liste der Apple Charts einreiht. Ja, diese App gibt es nur im App Store bis jetzt und noch nicht im Google Play Store. Deswegen, ja, diese App gibt es nur im App Store, meine lieben Freunde. Es handelt sich nämlich hier um den Pokémon Go Radar. Teils relativ cool, teils relativ so, warum, besprechen wir gleich. Was soll denn der Pokémon Go Radar bewirken, meine lieben Freunde? Der Pokémon Go Radar ist eine Community-App, in dem Sinne, dass man halt selber halt sagen kann, beziehungsweise beschreiben kann, wo man ein Pokémon gefunden hat. Zum Beispiel ist hier ein Dragoran eingetragen, wie wir sehen können. Und das hat der gute Alex der Geile gefunden at night. Also kann natürlich alles fake sein, weil man kann hier eintragen, was man will. Das ist halt das Negative, dazu komme ich jetzt später noch. Auf jeden Fall kann man hier eintragen, wann man es gefangen hat, ob Tag oder Nacht und wo man halt genau es gefangen hat. Man berechnet halt den Standort. Und ja, ich habe das hier gerade auch ausgestellt, deswegen könnt ihr nicht sehen, wo ich wohne. Das habe ich ausgestellt, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass es echt eine Menge Stuff auf jeden Fall gibt. Und dass hier bestimmt auch sehr viel Fake im Umlauf ist. Das ist wahrscheinlich der Fall sein, weil, ja, ich glaube, dass sich da Leute sehr, sehr großen Spaß machen, einfach so zu sagen, oh, da gibt's einen Dragoran, oh, da gibt's das und das, oh, da gibt's einen Garados, oh, um die Leute halt zu verarschen. Und ja, das ist natürlich nicht so cool, aber ich glaube, so Sachen wie Evoli oder Abra oder Paras, solche Sachen sind dann wahrscheinlich nett gemeint und ja, richtig, weil sowas kann man, ja, ich glaube, keiner, der einen verarschen würde, würde da einem dann Evoli eintragen oder ein Abra. Aber egal, Abra ist ja auch schon mal selten, ne, muss ich sagen. Die Sache ist halt die App ist an sich ganz cool von der Idee her, nur man kann dieser Sache halt nicht vertrauen, weil ich meine, ihr seht hier schon, das sind 3-4 Dragorans jetzt gerade auf der Map eingetragen und es kann eigentlich schon nicht sein, dass da so viele Dragorans hier sind. Deswegen, also, es wird bestimmt eine Menge Leute geben, die das hier ausnutzen, das gute Gewissen mancher Leute und dann einfach verarschen. Ist natürlich schade, weil an sich, wie gesagt, ist das Konzept dieser App, oh mein Gott, ich bin so dumm. Wie gesagt, an sich ist das Konzept dieser App eigentlich relativ nice, weil, ich meine, das ist eine fucking App, wo wir halbwegs erkennen können, wo welche Pokémon sind. Natürlich wird das mit dieser ganzen Sache natürlich kaputt gemacht, wenn Leute irgendwie Scheiße da reinhauen. Das ist wirklich richtig behindert, weil, wie gesagt, ich finde die App an sich relativ cool, nur, ja, vertraut diese App. Ihr könnt sie ruhig runterladen, ihr könnt sie mal ausprobieren, ob es klappt bei euch, aber vertraut diese App nicht zu 100%. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall nicht zu 100% klappen, weil es immer wieder einen Idioten gibt, der irgendeine Scheiße macht. Es gibt immer einen Idioten, weil ich glaube einfach nicht, dass da oben ein Porygon sein würde oder so. Oder welcher Typ würde auch ein... Leute, mal ganz ehrlich fragen, welcher Typ würde einen Oh, da habe ich gerade einen Porygon oder einen Dragoran gefunden. Ich glaube nicht, dass einer so freundlich wäre und das machen würde. Weil, wenn, dann möchte man das halt gerne für sich behalten, wo die seltenen Pokémon sind. Ja, aber das ist halt eine relativ coole App, wie gesagt, an sich, aber das System muss man natürlich noch ein bisschen verbessern. Man könnte natürlich jetzt auch mal in eine andere Zone gehen, vielleicht mal in die Schweiz rein. Oh, überall sind die Pokémänner. Überall verteilt, vor allem. Alter, wie krass. Es ist echt krass, wie viele Leute hier schon was eingetragen haben. Das ist echt krass. Natürlich, die App backt ein bisschen rum, muss immer ein bisschen rein und rauszoomen, bis hier mal irgendwann ein Pokémon auftaucht. Ja, das ist viel, das ist sehr viel. Alter. Aber man sieht schon, hier sind eine Menge Pokémon. Ne, also wie gesagt, es ist an sich eine coole Sache und es sieht auch relativ cool aus, muss ich sagen. Die Sprites sehen richtig cool aus. Das sind so schöne Sprites, die auch schön gerendert sind. Nee, die Sache ist halt die. Es wird bestimmt Leute geben, die das ausnutzen und das ist nicht ein bisschen schade. Aber naja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese App benutzt oder
ob ihr dieser App vertrauen würdet. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao, Leute. Euer Solo. Haut rein.